Teil mit ihren Füßen die Blüten wegmachen, weil es schwierig ist, die Räder, die Stahlräder über die Blutklötze drüber zu ziehen. Vielleicht noch etwas zur Konstruktion von diesen Wagen. Die sind so gebaut, dass sie vorne runterhängen. Also wenn man sie einlässt, kommen sie auf Fies. Das sind sogenannte Bremsfies, die den Wagen eigentlich stoppen. Ah, die sehen wir jetzt. Da sehen wir sie jetzt gerade vorne, wie noch auf dem Fuß steht. Also man muss den Wagen anheben, um können zu bewegen. Also auch hier aus Sicherheit. Man hat da sehr viel gemacht. Und die Sicherheitsvorkehrungen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, sind die im Verlauf der Jahre angepasst worden? Haben wir die auch aufgrund der Leute, die immer mehr Zuschauer, die immer mehr kommen, müssen anpassen, oder? Das hat man müssen machen. Man hat sogar ein Reglement gemacht. Es hat ja, weil es Überhand genommen hat, dann auch ja eine Zeit gegeben, wo die Wege wieder verboten worden sind. Nicht in den 30er Jahren sind die Wege entstanden. Da gibt es auch eine glatte Geschichte dazu. Ich kann sie vielleicht gerade... Ja, gerade noch, weil Miriam Jausel ist nämlich jetzt wieder ein Interviewpartner. Jawohl, da bei mir ist ein Architekt und dem muss es aber richtig wehtun, wenn er sieht, wie da die Häuser mit Flammen bedroht werden. Herr Fanghauser, ist das wirklich sicher? Ja, das ist mit Sicherheit sicher. Das ist ja, glaube ich, auch nicht das erste Mal, dass das hier veranstaltet wird. Aber wie macht man das, dass die Häuser nicht alle verbrennen? Im Mittelalter sind ja ganze Städte abbrennt. Ja, die sind abbrennt, zum Beispiel nach Erdbeben. Wenn aber Kamine zusammengestürzt sind, die Häuser innen sind aus Holz gebaut und außen sind sie ja alle, eigentlich hier, die ganze Strassenzug mit Stein gebaut. Und das ist natürlich fürsicher. Okay, das heisst, Sie haben nicht Angst ums Liesterstädtli? Nein, sicher nicht. Was fasziniert Sie eigentlich an diesem Feuerbrauch? Also natürlich, dass man mit dem Feuer in die Stadt hineingeht. Im weiteren unteren Baselbieten geht man mit den Fackelzügen aus dem Dorf raus. Irgendwann gehen ein Feuer anzünden und die Liesteln wir hier, die das zelebrieren und zeigen, dass sie halt einfach vielleicht ein bisschen anders ticken. Wäre das auch noch etwas, wo man mit so einer Base durchkommt? Ja, das könnte ich mir auch noch mal vorstellen, aber nur mit Ihnen zusammen. Okay, also gut, das machen wir nächstes Jahr. Okay, damit gebe ich wieder zurück zum Adrian und zum Robert. Gut, das Versprechen von Miriam Jausen, das haben wir uns notiert. Nächstes Jahr wird sie auch mit einem Base Städtchen durchabrennen. Sie haben vorhin noch eine Geschichte erzählen. Wie sind denn durch das Interview? Ja. Ah ja, ich wollte das noch erzählen, wie die Wege eigentlich entstanden sind. Beim Kienbesen machen hat es immer einen Haufen Holzabfall gegeben. Und da ist einer auf die Idee gekommen, man könnte auch diese Holzabfall verbrennen. Man hat das dann in eine grosse Stahlwanne rein, auf einen Wagen rauf, den man mit Blech geschützt hat, gestellt. Und ist so dann damit Städtchen abgelaufen. Und das war dann der Anfang gewesen von diesen Kienbesen-Wegen. Die Besen sind früher natürlich nicht so schwer gemacht gewesen. Die sind eigentlich anders kleiner gemacht gewesen und man hat sie eigentlich nicht auf der Schulter gedreht, sondern man hat sie eher gestemmt gehabt oder man hat sie sogar geschwungen gehabt. Und dann ist halt im Laufe der Zeit hat sich das gewendet. Vor allem ist da ein Initiant, ein Bäcker, der hier in der Kanonengasse sein Geschäft gehabt hat und natürlich mit Feuerholz seinen Ofen angeheizt hat, der hat dann angefangen, die Besen zu bauen mit den Schielern und dann später auch mit dem Turnverein. Das ist das, was Frau Metzel vorher erzählt hat? Also. Ja, das ist eigentlich dann der Ursprung von der heutigen Besen gewesen. Und der Stutzengeni, wie man gesagt hat, das ist eigentlich dann der Ursprung von dieser Form, wie es jetzt heute ist. Jetzt würde ich sagen, schauen wir wieder mal, wie der nächste Wagen durchs Dörrli durchkommt. Jetzt sehen wir gerade den Wagen von der Ruche klicken. Wir sehen schön den Basel-Landstab, wo es
wo ganze Wagen bildet. Das ist ein Wagen, der hat 2 bis 3 Stellen Holz. Der wartet immer am gleichen Ort. Die Leute auf der Seite, ja, werden am Morgen halt ohne Augenbrauen aufwachen. Ja, das kann jetzt heiß werden, zum Glück. Wir sehen jetzt, wenn es windet, kann das Feuer also ganz Zeit rausgehen und die Leute müssen am Boden haben. Wir sind hier jetzt gerade nach dem Dörli. Und die sind natürlich, haben dann natürlich auch... Ah nein, das ist falsch, die kommen jetzt ins Dörli. Jetzt würde sagen, wir schauen, jetzt gehen wir wieder aus dem Dörli durch. Genau. Und jetzt ist der Wagen von der Rufe geklickt, ist jetzt auch durchs Dörli durch. Und da sehen wir jetzt die Salatschüssel, die wir vorher angesprochen haben. Auf dem Kopf, der Grill jetzt sogar noch klöpfen. Ja. Innovativ, he? Ja, ja, man sieht da, es kommt immer wieder Neues auf, neue Ideen entstehen. Zum Teil sieht man auch Zusteller, die eine Strecke haben mit einem Klöpfen dran. Und da ist Spass an den Wagen, wenn wir ihre Klöpfen trainieren. Aber das macht sie gerade aus der Chiemwesen, oder? Ja, ja, das ist natürlich. Wir haben es jetzt gerade vorher gesehen, wenn der Wagen bei den Stufen, die Zuschauer ringsum, besteht ein gewisses Sicherheitsrisiko? Eigentlich nicht, nein. Es ist natürlich... Es ist im Verhalten der Leute selber, aber die Hitze ist so groß, die bücken sich selber automatisch. Nicht? Einfach, wie ich eigentlich schon mal gesagt habe, mit Kind sollte man nicht gerade da vorne stehen. Darum ist mit Kind besser gegen den Schluss, dann ist auch die Gefahr weniger groß. Aber eben eine volle Sicherheit kann man eigentlich nicht garantieren beim Chiemwesen. Gerade wenn es so viele Leute hat. Volle Sicherheit kann man nie garantieren. Das ist nicht möglich. Jetzt ist Miriam Jausen gerade bei einem Wagen. Ja, genau, da ist jetzt gerade ein Wagen und jetzt wollte ich mit jemandem ein Interview machen, aber das will niemand. Hallo. Und haben Sie jetzt alles mit in einer Röhrli blasen, bevor Sie hier runtergekommen sind? Oder wie hat das aussehen? Nicht wirklich, es ist nicht ein anderes Jahr. Und wir wissen genau, wie unsere Verantwortung ist, von dem her kein Thema. Okay, super. Und wie ist es so, durch die diesjährige Chiemwesen, wie erleben Sie? Toll, wie immer. Brennen schön alle Wagen, brennen super gut. Und ja, bis jetzt nicht aussetzen. Okay, und jetzt machen wir ein bisschen den Leuten heiß. Jetzt machen wir noch 2 Wellen, dann wollen wir weitergehen und dann ist gut. Dann gibt's, dann dürfen wir noch einen trinken. Dann trinken wir 2. Okay, super, also machen Sie noch gut. Das ist jetzt die Waage. Das war jetzt die Waage von der Wochenglücke. Aber die 0,5 Promille Grenze, die Miriam Jäusling gerade angesprochen hat, das ist schon das Gesprächsthema von diesem Jahr. Nicht wirklich. Eigentlich hat das schon immer gehalten. Und wenn jemand wirklich ein bisschen zu viel hatte und den Besen tragen wollte, dann sind alle da, die den einfach nebenbei rausnimmt. Dann fällt man nimmt man den Besen weg und fällt ihn ins Feuer. Also, da sind eigentlich alle, tragen da ein bisschen mit Verantwortung. Wir wissen alle, wir wollen nicht, dass etwas passiert. Wir wollen den Chiemwesen noch lange Jahre durchführen. Also ist das auch wieder ein überflüssiges Gesetz, oder wie? Ja, das hat man wahrscheinlich gemacht, dass man die Möglichkeit hat, zum Durchgreifen. Ob es es braucht, weiss ich nicht. Wie ist denn das so unter, den Chiemwesen? Man stößt oben schon noch an, bevor man hier abläuft mit einem Bier. Oder ist da wirklich, sagt man, nein,
Das ist Ehrenkodex, kein Alkohol vor dem Firmenbesen. Also man sagt nicht mehr, als wir beim Auto fahren. Und das zwei Bierchen verträgt das immerhin noch. Und es ist Fasnacht und da trinkt sicher einer auch vorher noch ein Bierchen. Man weiß immer noch, was man macht. Aber eben, es gibt immer mehr Beschränkungen im Chiembesen. Jetzt hat es eine Chiembesen-Beschränkung gegeben, 0,5 Promille Grenze, keine Brandbeschleuniger zum Anzünden. Das ist ja auch also so, wie sukzessive die Tradition eigentlich zerstört. Nein, sie wird nicht zerstört. Es kommen halt wieder Auswüchse und dann muss man die mit reindämmen. Das letzte Jahr hatte es ein paar Gruppen, die meinten, sie können mit den Besen auf und ab springen. Und man hat das jetzt wieder gesagt und jetzt, glaube ich, ist wieder Ruhe. Bis jetzt haben wir gesehen, läuft alles reibungslos ab. Wie hoch ist eigentlich Sicherheitspersonal mit Feuerwehr und allem drum? Oder habt ihr da auch vom Chiembesenverein selber aus noch externe Sicherheitsleute aufgestellt? Nein. Der Chiembesenverein direkt hat da nichts zu tun. Das ist Sache, die Stadt organisiert das und das FKL. Wir sind jetzt 130 Feuerwehrmänner im Einsatz, die hier parat sind. Die Leitungen sind gelegt, es ist alles unter Druck. Also es wird doch für eine hohe Sicherheit geschaut. Aber da würde ich gerade etwas sagen. Wir haben jetzt hier gerade die Feuerteufel gesehen. Das ist der Seilerwagen, hinten dran der Grosswagen und vorne der Kinderwagen von der Feuerteufel. Das sind 11 Kinder, die jetzt den Wagen ziehen und es sind 4 ältere Personen dabei, die die Kinder begleiten. Da sehen wir es jetzt gerade schön im Bild. Also man sieht, Nachwuchs ist gesorgt. Also wird Chiembesen auch in den nächsten Jahren noch ohne weiteres stattfinden. Und hier sehen wir jetzt den Grosswagen, der hat 5 Stärke geladen. Und die ziehen also einen Rechtsgewicht. Der Wagen, das sind etwa 5 Tonnen. Also hier sehen wir jetzt zwar wieder den Nachwuchs, die Kleinen und die Grossen. Die Kamera zeigt uns jetzt halt Bilder von beiden Wagen. Bei diesem Wagen sehen wir jetzt schön... Das gegen innen geht, ja. Wir sind nach innen geht, genau, das Holz. Das ist bewusst so gemacht, dass möglichst wenig verloren geht. Also wir sehen hier, dass der gut geladen worden ist und auch sehr schön brennt heute. Sensationelle Bilder vom Städtli zu Liesten mit diesem Wagen. Auch die Flammen wieder aufgehen. Wieder Forstörle. Wo ist der beste Platz zum Schauen eigentlich? Also, wenn Sie so laufen, denken Sie, ah, der hat jetzt wirklich den besten Platz. Oder? Ist es vor oder nach dem Dörle? Nach dem Dörle. Nach dem Dörle. Es ist natürlich, wie die Flammen dann aufgehen, das ist natürlich ein wahnsinniges Erlebnis. Wir sehen jetzt, die haben gewartet und jetzt müssen sie sich bereit machen für das Dörle durch. Wie ist jetzt so das Dörli? Ja, wunderbar. Wir konnten gerade vor dem Dörli halten. Wir konnten gut durchlaufen. Es war wunderbar. Der Eindruck, das ist jetzt eigentlich noch ein kleiner Besen. Wie schwer ist der? Ja, der hat, als er angezündet hat, 20 Kilo gehabt. Haben Sie so gedacht, der Maginat, das ist gerade recht? Ja, mein Physiotherapeut hat gesagt, ich soll nicht mehr machen. Okay. Also, dann noch schöne Kiebesen und bitte. Tschüss zusammen. Die Physiotherapeuten haben alle nach dem Chiembesen Hochkonjunktur. Das kann sein, ja.
weil man eben gerne übertreibt. Ich auch in den jungen Jahren habe ich auch übertrieben und Besen eigentlich gemacht, die viel zu schwer sind. Aber da heizt ein der andere noch an und sagt, komm, klopf noch einen rein, klopf noch einen rein. Oder man macht es und man will ja nicht zurückstehen. Und dann ist es eigentlich schon als sehr schwer. Und man ist dann froh, wenn man am Türli unten ist. Oben ist meistens ein bisschen Wind, dann ist es schon ein bisschen runterbrennt. Und wenn man dann durchs Türli drüber ist, hat man das Gefühl, man könnte fliegen. Ja, ich habe letztes Jahr einen ganz schlimmen Fauxpas gemacht. Ich habe nämlich ein Mädchen als ein Bub bezeichnet. Und das Mädchen ist jetzt da, es ist Chiara, die jetzt da ist. Was hast du für Reaktionen bekommen? Ja, die Hälfte der Klasse hat es gesehen. Also, ja, seit sie stolz auf so ist, war es im halben Jahr der Spruch. Oh je, aber man sieht, ja, du bist also schon ein Mädchen. Ja. Und jetzt das Jahr wieder mit dem Kiembesen. Was findest du so toll daran? Die Leute. Es ist einfach mega toll. Super, also ich wünsche dir noch viel Vergnügen heute auch hier im Besen und also bist definitiv ein Mädchen. Merci. Ciao. Eben, wir haben es vorhin noch von den körperlichen Schäden gehabt vom hier im Besen. Sie haben sich nie etwas ernsthafte Brandwunden oder so zugezogen? Nein, ich hatte noch nie Brandwunden gehabt. Aber am Anfang war es so, dass ich als richtig rot wund war an der Schulter. Man hat dann ein bisschen mehr gepolstert, aber das hat dann bei dem Gewicht, bei den Besen, die ich am Anfang gebaut habe, nicht gelangt. Also ich bin auch dann regelmäßig am Anfang noch Entschuldigung, das kann ich nicht sagen. Seid ihr dann auch mal alleine gelaufen oder in der Gruppe oder so? Oder? Ja, man ist eine Gruppe, da hat Kollegen und Kolleginnen, wo man zusammen läuft. So, ja, wieder so ein kleiner Wagen, der vor dem Dörli wartet, bis er durchkommt. Ja, ich kann jetzt hier vom Bild mit. Das scheint ein Kinderwagen zu sein, aber ich sehe jetzt nicht gerade wer. Wir sehen dort Kinder dran. Ich weiß nicht, ob das Kinder von der Fedein sind. So, hinten sehen wir fünf Männer mit einem Wasserkessel rum. Laufen. Das ist wirklich so, dass sie die Zuschauer und abkühlen, oder? Nein, die Besenträger. Besenträger. Es geht nicht um Zuschauer, sondern um Besenträger. Also, wir sind eigentlich sehr gut als Besenträger betreut von diesen Führern. Gibt es eigentlich vorher in Form für einen Kurs oder eine Schulung, die man als Besenträger absolvieren muss, dass man sich in irgendeinem speziellen Szenario sich muss verhalten muss, irgendeine Bretterschütte haben? Das gibt es nicht, nein. Das ist einfach, es ist frei, es ist überlieferig. Es sind immer so viele Alte dabei und kommen Junge wieder dazu. Und die Jungen lernen es von den Alten. Aber was machen die denn für die Sicherheit jetzt? Gibt es einen Infoflyer an die Läufer, oder? Infos haben wir auf den beiden Homepages. Bei uns auf dem Kiembesenverein. Da kann man sich orientieren, das machen auch viele. Und die Infos sind auf dem Fasnachtskomitee drauf. Da kann man alles nachlesen. Also, das sind die beiden Homepages, wo man sich orientieren kann. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das jetzt der Wagen von der Fedeins. Und die sind jetzt schon 45 Mal hier dabei. Und was auch zu sagen ist, die füllen den Wagen alles mit selber gemachten Wellen. So eine Welle besteht aus kleinem Holz und muss mindestens 3 Schitter drin haben, die mindestens 90 cm lang sind. Und das ist ein Hexenwagen. Ich meine, das ist jetzt eine Frauengruppe. Nein, das sind 3 Männer und 3 Frauen, die den Wagen ziehen.
schön gemachten Wagen, ja, mit einer Hexe mit drin. Man hört es knistern, richtig. Ja. Das ist halt das, ja, das Schöne, das Feuer und das Knistern gehört man mit dazu. Ne? Was passiert eigentlich, wenn man jetzt durch Städte durchgelaufen ist, unten an zum Sendung? Wird denn der gerade gelöscht oder lassen wir den runter? Brennen den Kienbäser? Die Kienbäser geht in eine Wanne rein und das wird gekühlt. Früher hat man das Zeug noch alles abgeschreckt, jetzt weiss man, dass es nicht so gut ist. Also das wird eigentlich runtergekühlt. Die Wege stellt man dort im Gestahldeck auf den Platz. Und die Führer tut die Wege das eigentlich kühlen und die brennen dann langsam ab. Auch das ist sehenswert zum Schauen. Räuchen es denn nicht einfach ein bisschen fest? Eigentlich nicht. Aber der Wassernebel, der die Feuerwehr legt, es glitzert dann sehr schön. Und der Boden ist nass und dort spiegelt alles sich drin. Hier sehen wir jetzt Blut am Boden. Das ist halt von den Holzstücken, die rausfallen von den Bäsen. Es scheint schon mal passiert, dass aus ihrer Bäse schon vor dem Dörrli abbrennt ist oder gar nicht brennt hat. Nein, das ist mir noch nie passiert. Ich hatte jetzt eigentlich immer gut gehabt, aber es ist so, ich mache immer einen Besen im Voraus, wo ein Jahr dann bei mir steht. Und der brennt immer sehr gut. Ah, das Holz noch ein bisschen wie gelagert ist. Das? Ja, es ist dann richtig trocken. Zum Teil ist das Holz nicht immer ganz trocken. Wobei das Holz eigentlich bereits von der Gemeinde schon vorher gelagert wird. Das kann man vielleicht auch noch sagen. Das Holz von der Kienbäse ist von der Bürgergemeinde gespendet und die ganze Logistik, die es braucht und die Verarbeitung von dem Holz, das sollte man statt Liesten. In dem Fall hat Liesten nicht mehr genug Holz, damit man jetzt Kienbäse auf 300 beschränkt. Das hat nichts mit dem Holz zu tun. Es ist einfach von der Sicherheit her wird es so schwierig, wenn immer mehr kommen. Nicht? Und es ist auch schwierig, das im Griff zu haben. Also ist die Beschränkung eigentlich sinnvoll, Ihrer Meinung nach? Es ist sinnvoll, dass es nicht ausartet. Wahrscheinlich sind auch mehr als 300 da. Weil ich jetzt schon ein paar Mal gesehen habe, dass wirklich Fremde, die sich einfach reinschleusen. Also das hört man an der Sprache, so nicht über Hochdeutsch reden. Wir haben das im Fernsehen gesehen und das ist natürlich halt das Fernsehen, weil das immer mehr verbreitet. Und die packt es halt einfach auch und wollen da sein und die machen den Besen dann daheim und kommen einfach. Da können sie als Verein nicht machen. Da kannst du nicht machen, nein. Du willst dich aussortieren. Wir können nicht die Eingangskontrolle machen. Vielleicht zwischen ihnen auch etwas Geschichtliches sagen. Es ist 1902 ist dann der Kienbäser durch Städtli das erste Mal bewilligt worden. Vorher ist er immer illegal gewesen? Nein, vorher hat man nicht in Städtli rein können. Das heisst, es hat eigentlich außerhalb stattgefunden. Und das sind dann nur Lampios und Stadtmusik dann in Städtli reingekommen. Nicht? Aber der Kienbäsenumzug eigentlich, dass man mit den Bäsen und den Fackeln, früher hat man noch die Pechfackeln gehabt, die dann immer zu hinterst müssen laufen. Das ist dann offiziell erst 1902 bewilligt worden. Also dann haben wir nächstes Jahr das 110-jährige Jubiläum. So das offiziell. Ja, nein, der, also der Bäser, der geht so, das geht eigentlich schon viel weiter zurück. Also da sind aus 1850 sind da Berichte schon rum, wo es eigentlich den Kienbäser eigentlich schon gegeben hat. Einfach noch in einer anderen Form. Und so, wo halt zum Teil außerhalb gesehen ist. Und Abmarschroute hat es auch zwei gegeben früher.
vom Gstaadeplatz sind die einen gestartet. Das sind die, die auf den Weissen Flur gekommen sind. Und auf der Burg ist man gestartet. Die, die auf dem Burghügel oben runtergekommen sind. Und dann hat man sich gestritten, lang, und am Schluss hat dann der Burghügel eigentlich das gewonnen, und heute startet man dann von der Burg. Aber eben, wie gesagt, der Buch geht viel weiter zurück, was man da so kann, aus Artikeln lesen kann. Ganz genau weiss man nicht. Ja, da wird jetzt gesehen, gerade wie der Chiembäsendreher gekielt worden ist. Jetzt hier, wenn ich das richtig sehe, sehen wir gerade den Weiberwagen. Das sind alles Frauen, die an dem Wagen sind. Und sie werden vom René, vom Präsidenten des Chiembäsenvereins, werden sie geführt. Das ist interessant, wenn sie den Wagen abstellen, dann gehen sie wie mit den Zuschauern, machen sie erwellen oder sonst irgendetwas. Dass ich, was will man mit dem zusammen feiern? Oder? Was ist das? Eine Welle ist mir eigentlich jetzt nicht so bekannt, nein. Oder auf das Gejohlen oder so, was man dann hört? Das ist auch Freude. Die Leute haben, es ist Freude für die Leute, oder? Und man sieht dann auch, wie es wieder dann verstummt, dann kommt dann plötzlich die Hitze auf einen zu, wo dann euch auch sehr einen beeindruckt. Aha. Ja, jetzt sehen wir sie dann gerade wie der Weiberwagen, das geht wieder. Noch interessant zu sagen ist, dass 1948 die Feuerwerke verboten worden sind, weil man Angst hatte aus Sicherheitsgründen. Und dann haben die Feuerwerke nicht mehr verlaufen. Man hat dann wieder nur noch Jahre mit Chiembäsen. Und dann war es interessanter, dass Chiembäsler eingeladen worden sind 1961 ans Trachtenfest in Basel. Und so ein schlauer Feuerwägler, der hat dann gemerkt, dass das Verbot ja eigentlich nur für Liechtenstein gilt und nicht in Basel. Und dann haben die ihre Wagen wieder parat gemacht und sind in Basel mitgelaufen. Und das hatte so einen Erfolg in der Presse und natürlich auch bei den Leuten in Basel, dass Liechtenstein sich nicht mehr können weit weigern und hat müssen das Verbot aufheben. Und von dort weg haben wir natürlich auch wieder alle Jahr die Wagen dabei. Der ist auch schon relativ leer, der Chiembäser, schon weit runterbrennt. Da geht es wirklich nicht ums Verkleiden. Wir sehen zwar ein paar mit ihren Feuerwehrhelm mit Hörner etc., aber im Chiembäser geht es eigentlich wirklich um die Bäse, ums Feuer und nicht noch irgendwie selber dann ums Verkleiden oder so. Ja. Ganz klar ein Unterschied zu fahren. Ja, es geht ums Tragen und nicht um Begleitung. Aber da hat halt jeder seine eigene Fantasie und wo da gemäß sind. Eine Zeit lang sind das all die Militärhelme, die beim Gemäsenmachen verteilt worden sind. Und die sind dann auch viel gebraucht worden. Und man hat dann die angefangen zu spritzen oder auch dekorieren. Da wird noch diskutiert vor dem Chiembäser, also vom Feuerwagen. Ja, wie ist das eigentlich? Jetzt, heute haben wir wirklich ideales Wetter. Es ist relativ windstill. Heute ist es sehr ideal. Ja. Und wie ist das eigentlich, wenn es lädt? Wir sehen auch, wie schön das relativ windstill ist.
wie schön die Wege jetzt brennen und die Flammen auch nach oben gehen. Wenn es windet, dann gehen sie auf die Seite raus. Aber wenn die Flammen so richtig steigen wie jetzt und wo alles so schön brennt, das ist wirklich ein ganz schönes Bild hier. Miriam Jauslin hat jetzt wieder einen Interviewpartner, und zwar ist ein Zuschauer, glaube ich, in der ersten Reihe. Ja, er hat sich ein bisschen versteckt hinten dran, aber er ist also zum ersten Mal hier in Chiembesen. Stefan Zemp, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Und was haben Sie für einen Eindruck? Ja, ein absolut fantastisches Erlebnis. Ich glaube, eines von diesen Sachen, wo man einmal dabei gewesen sein. Und für mich eigentlich speziell, muss ich sagen, dass ich das erste Mal erlebt habe, dass es da so einen wahnsinnigen